zwar wichtig, dass wir gerne eben eine Geschichte erzählen wollten vom Fremdsein und vom Ankommen, was einfach ein wichtiges Thema im Moment in der Gesellschaft ist. Und wir haben gedacht, wir möchten diese Geschichte aber erfahrbar machen für den Zuschauer. Gemeinsam etwas Neues schaffen, wo der Unterschied in der Gruppe egal wird, wo es total wurscht ist, wer woher kommt, dass wir ein neues Land sind und dann unsere Zuschauer die Ausländer sind. Die Idee ist ja, dass Blomagal ein Land ist, das klingt. Dass dann also jeder Einzelne seinen eigenen Sound hat, dass jeder sich was überlegt, wie könnte er selbst klingen. Wenn das jeder tut, dann ergibt das quasi das Grundrauschen von Blomagal. Wir waren viele Leute von verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen. Und, aber am Anfang schon haben wir gemerkt, dass es wird hier was neu gebaut wird. Von Anfang an. Genau, es werden noch sicher andere Klänge dazukommen, aber es wird wie eine komplett andere Welt sein, ein anderes Land. Also man kommt zuerst rein und hört am Anfang Ha, Nyam Nyam, Blogreza, Hbuchi, Olo. Und man wird am Anfang noch nicht viel verstehen. Wir vermuten aber, dass wir, da auch wir die Sprache doch sehr schnell gelernt haben, dass man immer näher an die Kultur rankommt und es immer mehr verstehen wird und manche Sachen einem fremd bleiben werden. Lasana olo, tria mimi olo zure